koche mir gerade Abendessen. Weil ich aber kein Geld zur Verfügung habe, habe ich nur die Sachen, die hier sind, was nicht so gute Auswahl ist. Auf jeden Fall habe ich hier Buchweizen, Trockentofu, den ich jetzt schon aufgeweicht habe, und ein Stück Apfel. Ich habe eigentlich, was ich hier so habe, ist eigentlich nur Buchweizen und Trockentofu. Davon aber viel. Ich werde schon überleben. Der Apfel ist auf jeden Fall ein Highlight. Endlich mal Obst. Oh, jetzt ein paar Gewürze, die wir zur Verfügung haben. Diese einzigen sind eigentlich Schnittlauch und Paprika. Der Rest ist alles Suppengewürz, was hier steht. Und dann habe ich noch ein paar Soßen, aber ich glaube, die benutze ich nicht. Also, was heißt ein paar Soßen? Ich habe Dingens hier. Sojasoße. Ich habe hier gerade noch diese Soße gefunden, was ultra geil ist, weil die voll gut dazu passt. Hier schon angebraten. Mach das mit da rein. Die wird wohl nicht schlecht sein. Diese Soßen können ja gar nicht schlecht werden. Der ganzen Chemie da drin, passt das. Kein Matisten. Knoblauch vergessen. Den wenigen Sachen, die ich hier zur Verfügung habe, muss ich alles benutzen. Komm schon. So. Oh mein Gott. Nein. Oh nein. Ich wollte mir schön eine Folge House of Cards angucken. Die anderen benutzen. Scheiße. Wo sind denn die ganzen Apfelstücke? Ah, schmeckt gut. Schmeckt gut. Aber ich denke, ich muss jetzt aufhören, das zu essen. Und ich will gleich wieder warm machen, wenn die anderen aufgehört haben zu gucken. Weil ich will das echt dabei gucken. Zweiter Tag. Auch zum Frühstück gibt es wieder Buchweizen. Sieht echt lecker aus, finde ich. 6,5 Stunden später. Mal wieder gibt es Buchweizen zum Mittagessen.